natürlich Gitters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die können wir dann noch einmal notfalls wieder verkaufen, falls wir kein Geld mehr haben. Den Patienten geht es soweit ganz gut. Die haben vielleicht noch ein bisschen Schmerzen, aber das ist nicht schlimm, weil das wird wieder besser. Irgendwann. Achtung, ein Taschendiebstahl wurde gemeldet. Der Täter ist flüchtig. Festnehmen und abtransportieren. Geh mal lieber da den Taschendieb verhaften, als hier Stau zu machen. Sind alle wieder in Ordnung. Okay. Dann können die wieder fahren. Fahrzeug 30. Hier sitzt irgendwie auch nur noch eins. Also irgendwie verstehe ich das nicht. Was macht der denn da? Da gehört der überhaupt nicht hin. Brandausbruch. Ursache Fahrzeug offenes 22. Licht und Feuer. Löschen Sie alle Brände. Fahrzeug 4 hört. Fahrzeug 5 hört. Fahrzeug 16 hört. Ja, dann löschen wir mal den Brand. Wie groß ist er denn? Ja, ich denke mal 2. Wären schon nicht schlecht. Mal gucken, wer zuerst da ist. Hier ist wieder Stau. Feuerwehr ist unterwegs. Ja, die können wir bestimmt nochmal auf Streife schicken. Die sind exakt gleichzeitig da, das ist doch super. Fahrzeug 16 hört. Fahren die jetzt beide zu der gleichen Station oder wie? Wäre sinnlos. Das geht doch gar nicht. Brandausbruch durch unsachgemäßes Zünden eines Feuerwerkskörpers. Löschen Sie die Brände. Okay, da schicke ich doch auch lieber 2 hin. Jetzt hat es gemerkt und fährt zu der anderen Station. Das ist ja schlau. Was machen die da? Die hängen fest. Was soll das denn hier? Gasleitung explodiert. Löschen Sie alle Brände, versorgen Sie, wenn nötig, alle Opfer und transportieren Sie sie ab.
Fahrzeug 16 hört. Fahrzeug 10 hört. Fahrzeug 5 hört. Fahrzeug 4 hört. Fahrzeug 10 hört. So, da brauchen wir wieder ein paar mehr Fahrzeuge, denke ich mal. Erstmal das Haus löschen. Ist bestimmt sinnvoller. Fahrzeug 9 hört. Fahrzeug 10 hört. Ja, fahren noch langsamer. Die fahren immer so langsam. Und rückwärts und weiß ich nicht was. Das ist eine Notbremse. Fahrzeug 9 hört. Fahrzeug 14 hört. So hört sich das besser, ne? Nicht alle gleich. Was ist denn hier schon wieder für ein Verkehrschaos? Was machen die denn da? Achso, ist schon erledigt. Gut, ja, dann können die wieder zur Station fahren. Amokläufer im Einsatzgebiet. Festnehmen oder ausschalten und abtransportieren. Und kümmern Sie sich um alle Opfer. So, Polizei ist unterwegs. Fahrzeug 36 hört. Ja. Wie lange brauchen die denn? Fahrzeug 10 hört. Fahrzeug 14 hört. Fahrzeug 10 hört. Fahrzeug 16 hört. Fahrzeug 36 hört. Fahrzeug 11 hört. Fahrzeug 36 hört. Fahrzeug 17 hört. Fahrzeug 11 hört. 10 Uhr. Medizinischer Notfall. Ein Kreislaufversagen wurde gemeldet. Versorgen Sie das Opfer und transportieren Sie es ab. Ja, mache ich. Na, von wo kommt er? Da. Aus der Station, ja. Fahrzeug 48 hört. Roger. Ja, sonst noch was zu tun? Was macht der da? Da ist wieder Stau. Brandausbruch durch ein defektes elektrisches Gerät. Kümmern Sie sich um die Brände. Fahrzeug 16 hört. Was, ein defektes elektrisches Holz oder was? Oh, was ist das? Was haben die denn da? Haben die da ein iPhone reingeworfen oder? Ich meine Smartphone, generell Smartphone, also, ja, kann ja auch ein Android-Smartphone gewesen sein, oder so.
Wollen die sich nicht auch mal anschließen da? Oder wollen die nur rumstehen? Achtung, Brandausbruch. Ursache offenes Licht und Feuer. Löschen Sie alle Brände. Haben die ja viel zu tun heute, ne? Können sich gar nicht ausruhen. Was macht der da? So. Das ist, weil die Ampel nicht beachten, ne? Wenn die auf Streife sind. Hä? Wie haben die das denn jetzt gemacht? Achso. Ich dachte schon, da wären jetzt drei an einer Seite gewesen, aber nein. Da brauchen wir anscheinend noch einen zweiten. Obwohl, die sind näher ran eigentlich, ne? Obwohl, jetzt brauchen wir ihn auch nicht mehr. Medizinischer Notfall. Ein Kreislaufversagen wurde gemeldet. Versorgen Sie das Opfer und transportieren Sie es ab. Fahrzeug 46 hört. Fahrzeug 16 hört. So, jetzt können wir endlich zur Station zurück, denke ich mal. Denen geht es noch nicht so gut. Egal. Transportfähig. Und die sind ja sehr nah am Krankenhaus, also von daher. Ja, überall staut sich das. Das ist echt. Ach, kann man sogar die Streife umleiten? Cool. Sollen die in die andere Richtung fahren? So. Fahrzeug 21 hört. Ach, ich habe die Streife umgeleitet. Das ist ja cool. Wieso fahren die alle rückwärts? Kann man das mal hier so als Video-Vorschaubild machen? Falschfahrer. Ein Hydrant ist defekt. Das austretende Wasser blockiert den Verkehr im Einsatzgebiet. Reparieren Sie den Hydranten so schnell wie möglich. Ja. Irgendwas, was ich vergessen habe. Ha. Dieb. Ist noch niemand. Da ist jemand. Das war aber jetzt ein Glück. Verkehrsunfall. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie ab. Auch die Fahrzeugwracks. So, es wird wirklich sehr warm in diesem Zimmer hier langsam, weil hier ist das Fenster zu und hier laufen sehr viele Geräte. Ich meine so ein 55 Zoll Fernseher, ein PC, ein Mikrofon und
ein NAS, ein Switch, ein ladendes Tablet und ein nicht benutztes Handy und ja. Wollte ich nur mal erwähnt haben, also deshalb kann ich mich gerade nicht mehr so richtig konzentrieren irgendwie. Abschleppfahrzeuge haben wir 17 Stück, das wird reichen. Fahrzeug 12 hört. Nein, zur Station. Gasleitung explodiert. Löschen Sie alle Brände, versorgen Sie, wenn nötig, alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Ui. Das sieht nicht besonders schön aus. Na super. Das ist nicht gut. Jetzt lass mich doch mal. Na super. Das ist wirklich sehr toll. Die gingen mir hier alle auf die Nerven. Ich hab's versucht. Ach ja, ist ja explodiert, eins. Es erinnert mich an Fire Department 3 irgendwie. So, da ist die Verstärkung. Also wir haben auf keinen Fall zu wenig Feuerwehr, das muss man sagen. Da kann nichts löschen von da aus. Verletzte. Bestimmt da drinnen, oder?
So, schauen wir mal, ob wir die da wegkriegen. Es wurde eine Nahrungsmittelvergiftung gemeldet. Versorgen Sie das Opfer und transportieren Sie es ab. Ich gebe mein Bestes. Aber... ja. Das ist wirklich sehr schwer gerade. So viele Sachen gleichzeitig zu beachten, das ist... ja. Wo genau ist jetzt hier die verletzte Person? Da. Die leben nicht mehr, oder? Fahrzeug 11 hört. Doch, tatsächlich noch. Ist ja cool. Fahrzeug 50 Punkt. Fahrzeug 39. Fahrzeug 41. Fahrzeug Achtung, randalierende Zivilperson. Festnehmen und abtransportieren. Hört. Wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Leute da weg tun. Vielleicht hilft das ja. Kann man die jetzt mitnehmen? Da geht es nicht gut, aber vielleicht kann man die ein bisschen hierhin tun, dass man die besser behandeln kann. So. Ja, dann ist das hier eigentlich auch wieder geklärt. Ging ja dann doch schnell. Fahrzeug 45 hört. Fahrzeug 49. Roger. Fahrzeug 49. So, der geht jetzt besser. CHP Officer, was auch immer das bedeutet. Puh, okay. Man kann, glaube ich, speichern, oder? Ich versuche es einfach mal. Weil ich wollte jetzt die Aufnahme beenden, weil ich halt sehr, sehr... ja, erwärmt bin durch die Temperatur hier in diesem Raum. Und ich glaube, ich muss den mal lüften und mal schauen, ob ich danach weiter aufnehme. Auf jeden Fall, ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob ihr noch mehr Folgen von dieser Modifikation sehen wollt. Und dann sage ich erstmal Tschüss und bis zum nächsten Video.